Wir haben den 30. Oktober, 19.30 Uhr aus der Energieverbund Arena. Heute stehen sich gegenüber die Dresdner Eislöwen, aktuell Fünfter in der Tabelle. Die treffen auf die Kassel Huskies, aktuell Dritter. Campbell jetzt mit viel Schwung ins Drittel von Kassel. Passt heute auf Harrison Reed kommen, aber wurde blockiert durch einen Spieler von Kassel. Schuss und Tor, Tor für Kassel. Er hat Brad Jäger aus meiner Sicht eigentlich freie Sicht gehabt. Aber der Spieler von Kassel, die Nummer. Nein, Moment. Die Nummer 17 war es. Jamie McQueen ist der Torschütze zum 1:0 für Kassel. Kramer hält die Scheibe im Drittel von Kassel. An der blauen Kramer, Schlenzer. Ja, sollte noch jemand abfälschen vom Tor, hat nicht funktioniert. Kramer auf Finin, Reed. Pass vors Tor, Keller zur Stelle. Freies Tor, Tor! Tor für Dresden! Ja, es hat sich angedeutet. Dresden hat sich sehr gute Torchancen erarbeitet in diesem Powerplay. Und gibt somit genau die richtige Antwort auf die frühe Führung von Kassel. Somit sind 6 Minuten und 10 Sekunden im Spiel bereits gespielt und es steht schon 1:1. Scheinbar nicht ganz zufrieden mit der Bulli-Situation. Arthus Krumensch mit Dresden am Bulli gewinnt, es schießt. Tor! Fedor Bojasinov, der Torschütze zum 2:1. Bulli-Gewinn von Arthus Krumensch, der Pass ging, oder der Bulli ging quasi direkt an Fedor Bojasinov, der eiskalt schießt und zum 2:1 erhöht. Bulli-Gewinn für Kassel, Kaczorla jetzt hinterm Tor. Ein sehr schneller, wendiger Spieler, war schon zu seiner Zeit hier in Dresden. Fehlpass aber von Pim und Rodman schießt und das ist der Tor! Tor für Dresden! Rodman trifft noch das Geschlänge und dann setzen zwei Dresdner nach und Dominik Grafentin kann es dann nutzen und erhöht für die Dresdner Eislöwen auf 3:1. Genau das wollte der Trainer sehen. Keine Torchance auslassen und immer wieder nachsetzen. Genau das haben sie jetzt getan. Thomas Schmidt hat die Scheibe. Langer Pass auf David Rodman. Gefährlicher Pass vors Tor. Auf Kallen, der passt weiter. Rodman Schuss, Tor! Torschütze Nummer 19, David Rodman. Ja, wieder sehr schön rausgearbeitet von Dresden. Über Marc Kallen und Thomas Schmidt, wenn ich es richtig gesehen habe. Und das Tor war frei, somit konnte David Rodman. Und für Dresden geht es quasi zu den Freunden nach Bad Nauheim. Zum Auswärtsspiel. Oh, schöne Chance, aber kein Tor, weil Tor verschoben war. Da hat die Nummer 24 von Kassel, Austin Whitechick, schön nachgesetzt. Aber der Schiedsrichter entscheidet auf kein Tor. Ja.
Krumensch alleine. Bekommt aber die Scheibe weggeschlagen von Alexander Heinrich. Karnevale im Gegenzug. Caracciola läuft mit. Karnevale alleine. Pass und Tor. Tor für Kassel. Ja, da kommt sie nochmal. Ja, sehr schön rausgearbeitet von Tyler Karnevale. Und da ist Jamie McQueen zur Stelle und nutzt das leere Tor. Und sorgt für den Anschluss für Kassel. Somit jetzt nur noch 4:2. 2 Minuten und 15 Sekunden zu spielen. Kassel mit 6 Feldspielern. Da sie den Torhüter rausgenommen haben. David Rottmann wieder. Verliehen läuft mit. Tor! Tor für Dresden! 5:2 ins leere Tor. Torschütze die Nummer 19 müsste es gewesen sein. David Rottmann. Somit bauen sie ihre Führung wieder aus auf 3 Tore. Schlenkerpass auf Wissmann, der geht weiter auf Thomas Schmidt. Der gestellt wird an der Bande. Grafentin auf Garten, der schießt. Aber trifft Christ vorm Tor. Jäger fängt die Scheibe nochmal ab. Wollte rutscht da ein wenig aus, wollte eigentlich einen langen Pass spielen. 8 Sekunden sind es noch. Somit gewinnen die Dresdner Eislöwen zu Hause. Dann doch verdient. Vielleicht nicht in der Höhe, aber der Sieg ist durchaus verdient mit 5:2. Somit wieder, oder endlich wieder 3 Punkte für Dresden. Ja, wie gesagt, völlig verdient, aber Kassel hat sich nicht aufgegeben, haben weiterhin gekämpft. Auch schön, solche Gegner zu haben, die sich einfach nicht aufgeben, weiterhin bis zum letzten Atemzug kämpfen. Kommen wir jetzt zur Ehrung der Spieler des Tages. Ich denke, auf Seiten von Dresden bietet sich an Brad Jäger für seine Leistung heute. Und auf Seiten von Kassel ist schwer zu sagen. Jetzt gibt es erstmal noch Geburtstagswünsche an Arthus Krumensch, der die Woche Geburtstag hatte. Bester Spieler auf Seite Kassel, die 35, Markus Keller. Gute Entscheidung, Markus Keller auf Seiten von Kassel. Bester Spieler, trotz der 5 Tore, die er bekommen hat, hat er einige Tore noch verhindert. Und Torschütze nicht. Spieler des Tages für Dresden, David Rottmann. Genau. Markus, der Stadionsprecher, sagt schon, gute Heimreise für Kassel, kommt gut und sicher nach Hause. Und ja, wie gesagt, für Dresden geht es am Sonntag nach Bad Nauheim. Und ja, da erhoffen wir uns auch nochmal 3 Punkte, dass wir wieder mal ein 6-Punkte-Wochenende komplett machen können. Und dann wünsche ich den Gästen aus Kassel, sowohl der Mannschaft als auch den Fans, wie gesagt, schon eine gute Heimreise. Und wir sehen uns hoffentlich nochmal wieder in der Saison. Und allen anderen wünsche ich noch einen schönen Freitagabend, ein schönes Wochenende und man hört sich bald wieder. Bis bald.